Hallo Bastelfreunde, ich möchte mir gerne in meinem Audi 80 die Zusatzinstrumente nachrüsten. Das heißt, die Voltanzeige, die Temperaturanzeige vom Öl und den Öldruck. Dazu habe ich mir jetzt dieses Originalteil gekauft. Das ist die Originalblende für den Audi 80. Die dann auch in die große Mittelkonsole passen sollte. Das ist ja hier drin. Das heißt, dieses Fach hier muss raus, also die ganze Mittelkonsole muss raus. Dann muss das Fach raus und dann kommt diese Blende da rein. Und damit das alles passt, muss ich hier nochmal raus, damit diese Instrumente hier hinten halten, die werden ja von vorne durchgesteckt. Macht das mal. Und damit die hier hinten halten, ist hier so eine Spange drauf. Die wird praktisch hier rüber geschoben und mit zwei Rändelmuttern festgeschraubt. Hier, das sind hier diese Rändelmuttern, die kommen einfach nur hier rauf. Und dadurch arretiert sich praktisch auf dem Rand dieses Instrument. Problem ist jetzt bei meinem, was ich hier gekauft habe, da ist nur eine Spange bei drei Instrumenten. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Und deswegen muss ich mir jetzt selber die Stangen bauen. Dafür habe ich mir jetzt hier einen Aluwinkel auf Länge geschnitten, was ich brauche. Und baue mir jetzt praktisch so ein Teil hier mehr oder weniger nach. Ich habe jetzt hier schon bei dem ersten die Zacken drin gemacht, damit das nachher besser im Kunststoff hält, wenn man das macht. Die müssen dann neu gebogen werden. Das mache ich jetzt mit dem zweiten noch. Und da müssen noch Löcher gebohrt werden. Und zurück, lass einfach mal die Kamera dabei laufen. Gut, dann haben wir hier den Streifen und dann müssen wir uns mal die Maße übertragen, die wir brauchen, wo wir die biegen müssen. Ich habe mir jetzt die wichtigsten Maße hier auf dem ersten angerissen und das übertragen wir uns jetzt hier gleich auf den zweiten und dann können wir die Teile biegen und bohren. So, jetzt haben wir die Bindinger hier, alles angezeichnet, vorgekörnt. Jetzt bohren wir das erstmal und dann versuchen wir die zu biegen.
So sieht es jetzt aus mit den nachgebauten Bügeln. Sieht es etwas tiefer, macht aber nichts. Der Platz sollte da sein. Ja. Und so kann das dann verbaut werden. Wie gesagt, dazu muss die Mittelkonsole raus. Das ist noch ein bisschen Arbeit. Da muss noch Geber verbaut werden. Muss ich erstmal sehen, ob ich hier Platz finde. Normalerweise müsste hier oben der Geberruf für die Anzeige, für den Druck. Und gleichzeitig ist das ja so ein Kombi-Teil für den Öldruckschalter. Da muss ich mal sehen, ob das überhaupt passt. Ich denke mal, da werde ich die Benzinpumpe hier erst wegnehmen müssen, damit ich den überhaupt rufdrehen kann. Und dann muss ich die wohl wieder anschrauben. Alles ein bisschen eng. Aber das werden wir sehen. Das sollte erstmal für heute gewesen sein. Ihr kriegt das jetzt eh nicht alles in einem Stück gebacken. Und dann geht das im zweiten Teil weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.